So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich habe es ja praktisch schon angekündigt in das vorherige Lego Spider-Man Magazin. Dr. Otto Octopus. Hier ist die Hälfte er und die Hälfte Phenon. Mega cool. Was mich hier daran stört, werde ich natürlich gleich sagen. Und das ist ein sogenanntes Miniset, was ihr unter 10 Euro bekommt. Wo verlinke ich euch hier unter dem Video. Wie gesagt, das sind diese Minisets unter 10 Euro. Mal gibt es sie mit 2 Figuren und höchstens sogar mal mit 4 Figuren. Und Preis-Leistung stimmt eigentlich. Weil teilweise sind das ja Figuren, die ihr woanders nicht so bekommt. Und hier diese Phenon-Doktor-Figur, ob die wirklich so gut ist, wie ich es mir vorstelle, schaue ich mir jetzt mal an und euch zeige ich das dabei. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wenn ihr das Miniset auch schon habt, wie findet ihr das, was haltet ihr davon und alle anderen natürlich auch, die das Video jetzt gesehen haben und das Set vielleicht noch gar nicht kannten. Na, da ist wieder sehr viel Kleber dran. Ne? Ja, ich mache die so auf, weil der eine von, andere von euch weiß warum, macht es auch so, Kartons von Lego werden natürlich behalten. Was haben wir da drin? Ein Laternenständer. Scherz beiseite. Dann haben wir ein Tütchen, ein Mini-Tütchen und natürlich die Bauanleitung. So, ist nicht sehr viel. Könnte ich mal wieder live vor die Kamera bauen. Zoome ich mal etwas weiter weg, dass es auch besser passt. Also, mache ich das. Ihr seht es selber, es sind nicht viele Teile. Dauert meistens länger, die Seiten umzuschlagen, wie alles andere. Erste Tütchen. Und das halbe. Ups. Ein weißer Stein. Gut, dass ich einen dunkleren Boden habe. Jetzt blättern wir mal die Bauanleitung auf. So, fängt natürlich mit Spinnewob an. Ist der Klassiker der Lego Spider-Man Figuren. Druck, alles immer gleich. Ihr kennt es ja. Das ist sie. Wie gesagt, immer gleich. So, und jetzt ein bisschen weiter auseinander zoomen. Da wird fokussiert die Kamera nicht so schnell. So, das brauchen wir natürlich alles nicht jetzt anschließen. So, und jetzt kommt natürlich, wie ich finde, die Highlight-Figur. Ah, ist schon cool, Halbfäden und schwarzen Arm. Das gefällt mir schon mal. So, dann natürlich der Umhang, den er braucht. Hier ist er. Für seine Tentakel. Dann der Kopf. Jetzt haben wir eine Seite nur Phenon. Und eine Seite halb-halb. Und halb-halb fand ich interessanter, auf jeden Fall. Die Haare. So, jetzt schaut ihn euch so schon mal an. Seht ihr das? Hälfte Phenon und Hälfte Doktor. Mega cool auch der Kopf. Richtig klasse. So, es gibt natürlich auch eine Stelle, die mich stört. Die werde ich natürlich jetzt gleich auch euch zeigen, wenn ich alles zusammenbaue. So, und jetzt kommen wir erstmal diese Teile. Dann kommen diese Teile da rein. Und diese nächste das ganze Firma. Okay. Will ich mal eben schnell die ganzen Teile raussuchen. Zack. Immer nach unten hin. Ja, kalte Finger, gerade erst wiedergekommen von Einkaufen. Zack. Und noch eine. So, diese Teile
werde ich natürlich noch verändern. Ist ganz klar. Weil ich finde, wenn die Hälfte des Körpers schon Fenau ist und ich habe genug davon, soll er natürlich auch die Tentakel von Fenau kriegen. Diese schwarzen. Ich habe so viele davon, kann man auch selbst sofort ruckzuck nachstellen. Ihr wisst, was ich meine. Finde ich dann viel schöner und interessanter. Und wenn ich das nachgebaut habe, dann werde ich ein Foto davon machen und dann auf meinen Instagram-Kanal zeigen, wie er dann aussieht. Hälfte, Hälfte, so wie ich es meine. Wie gesagt, das ist mein Geschmack. Es muss ja nicht eurer sein, aber vielleicht gefällt er euch dann auch. So, weil jetzt kommen nämlich die Tentakelarme. Einfach so jetzt hier drum. Es sind alle vier die gleichen. Und das finde ich, also ich persönlich, ich etwas schade, weil da finde ich auf jeden Fall, wenn schon halbe halbe, dann auch richtig, wie ich finde. So, seht ihr das? Er hat jetzt vier gleiche Tentakel. Die zwei, die gehen ja noch zur Not, würde ich aber etwas anders bauen. Aber auf die Seite, wo jetzt der halbe Körper mit Pheno ist, schwarze Spinne, dann gehört hier auch die schwarzen Spitzen bei. Ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich eine ganz andere haben, aber erzählt mir mal, wie es euch gefallen würde, wenn ich eben hier die Hälfte schwarz habe. Ich werde es natürlich umbauen, die wahrscheinlich auch. Dann werde ich ein Foto machen und auf dem Instagram-Kanal hochladen. Dann könnt ihr euch die Figur angucken und dann schreibt ihr mir auch, sie gefällt euch oder sie gefällt euch nicht. Könnt ihr auch hier unter das Video verlinken. Das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur Laterne. Und wie gesagt, dieses Miniset unter 10 Euro verlinke ich euch unter dem Video. Wie gesagt, sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Jetzt kommt die gelbe Laternenlampe drauf. Die schwarz. Zack, dieses Teil. Laterne bis jetzt. Und da kommt ja er dran. Grün. Wo ist. Die steht einfach nur hier rum. Okay. Einfach nur darum. Gegenüber graues Gitter, dann eine Flasche, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, dann kommt Zubehör rein. Seht ihr, so sieht die Laterne aus. Er wird ja hinterher so eingehakt. Zack. Dann sieht das so aus, seht ihr das? Als würde er da dran schweben. Kann man jetzt natürlich jedes Mal verändern. Sieht natürlich echt witzig aus, muss man lassen. Aber wie gesagt, mir gefallen, dass alle vier Arme gleich sind, obwohl der Körper, die Bedruckung was anderes sagt. Aber so sieht's richtig cool aus. Kann man ein schönes Diorama von machen. Jetzt schnell das Motorrad zusammenbauen. Einmal, zweimal. Und das Schöne ist, bei solchen günstigen Sets hat man immer das Glück, dass die Steine bedruckt sind und keine Aufkleber. Na, schwarzen. Einmal, zweimal. Schnell umschlagen. Ich sage ja, das Umschlagen, das dauert immer am längsten. Zack, da vorne rein. Aber dann wird das Video mal wieder etwas länger. Der ein oder andere freut sich ja immer darum. So, dann kommt der Zweier da oben noch. Beigedrückt. Auf Seite 28 komme ich jetzt. Da ist unten. Wieso ist da unten? Da passt, da kann ich nichts vormachen.
habe ich mich mal wieder vertan. Das ist oben. Das ist oben. Ja, ich weiß, wo ich mich vertan habe. Dieses Teil kommt nämlich noch hier dran. Dann kommt dieses hier dran. So einfach kann es sein und nicht schwierig. So, jetzt kommt diese Pinne. Schon mal vorgedrückt. Einmal. Zweimal. Der hat schön breite Reifen. Warum die dann in Blau sind, ja, die hätte man ruhig in Rot machen können. Also ich werde es mir auf jeden Fall in Rot besorgen, die Felgen, weil Blau, okay, Spider-Man hat auch natürlich blaue Beine, aber wenn schon, denn schon. So. Jetzt kommen die da rein. Durchgedrückt. Andere Seite. Genau das gleiche hier. Na. Willst du da rein? So. Ihr seht, es steht auch, weil er eben diese breiten Reifen hat. So, das, das, das. Jetzt kommt das. Schaut mal, jetzt haben wir hier die Bedruckung. Runterklappen. Sieht echt witzig aus. Und wie gesagt, ihr seht, steht sofort. So, nächste Seite. Jetzt kommt die Bewaffnung. Jetzt haben wir so. Kommt in den obersten rein. Brauche ich ja nicht, weil die baue ich sowieso wieder ab. Die Bewaffnung brauche ich nicht. Ich schieße nicht gerne mit diesen Lego-Teile. Die fliegen überall rum. Und man findet sie eh nicht wieder. So, und ich baue ja meistens sowas als Diorama. Seht ihr das? Wie breit das aussieht? Sieht schon auf eine Art cool aus. So, jetzt kommt das so wieder. Jetzt brauchen wir einen roten, der hier drauf geht. Eine Rundung, die nach hinten geht. Auf der anderen Seite bestimmt genau dasselbe. Ja, ja, ja. Umdrehen. Wie sollte es auch anders sein? So, bis jetzt eben umschlagen. Lenkrad dran. Das sind diesmal zwei Bratpfannen. Die weißen sind die Bewaffnung. So. Spider-Man rein. So sieht das Ganze aus. Von vorne. Ihr seht, steht sofort. Rollt auch. Aber für mich ist diese Figur die Highlight-Figur. Tut mir leid, es zu sagen. Die ist wirklich, aber wie gesagt, die Tentakel. Oh, ihr seht, wie schwer es da abzu... Ah, der hängt aber... Der klammert sich ja richtig fest. Schon lange nicht mehr so eine Klemmkraft gehabt von Lego Steine. Hut ab. So, aber wie gesagt, ich finde auf jeden Fall, wenn er schon so ist, die Hälfte des Körpers sollten hier die schwarzen dran, von direkt von Fehler, und hier etwas anders werde ich machen. Wie gesagt, ich baue ihn um. Heute nicht mehr. Ich werde ein Foto auf Instagram bei mir hochladen, wie der dann aussieht, von mehreren Seiten, dass ihr ihn begutachten könnt. Was haltet ihr von der Idee? Wie findet ihr sie? Wie findet ihr das Miniset? Wie gesagt, unter 10 Euro verlinke ich euch das. Das ist das Lego Marvel Spider-Man Set 76275. Das brandneue und aktuelle. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.